Knossi und Trimax bringen zwei weitere Chips-Varianten in den Handel. Nach den bekannten Paprika, Sour Cream and Onion und gesalzen gibt es jetzt auch noch eine Trüffel-Variante und eine Käse-Variante. Und beide probieren wir aus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr sie gesehen. Knossi und Trimax legen wieder los mit zwei weiteren Sorten ihrer Happy Chips. Ich fand die ja nicht happy, muss ich sagen, vom Geschmack. Ich war eher so, ja, Chips, aber nicht Happy Chips. Die letzte Sorte war, finde ich, nicht geil. Es waren so relativ günstige Chips, meiner Meinung nach. Haben auch viele von euch geschrieben. Also Paprika, Sour Cream and Onion, glaube ich, da war noch Chili mit bei und gesalzen. Ne? Es waren so, ja, so einfache Chips, wie man aus dem Supermarkt schon seit Jahren kennt, so Eigenmarkendinger. Und jetzt gibt es zwei weitere Sorten. Einmal diese goldene, limitierte Packung mit Trüffel- und Hartkäse-Geschmack, so steht es hinten drauf. Man kann sie nicht gut lesen, finde ich. Also das Gold ist so schlecht, also dass man selbst hier unten diesen Text kaum lesen kann. Im Supermarkt, bei Kaufland waren die jetzt gerade in der Werbung. Darum habe ich sie da mitgenommen. Musste ich auch zu einem anderen Kauflandmarkt nochmal fahren, weil der eine Markt überhaupt nicht hatte. Waren die in solche riesen Augen, habt ihr die Aufsteller gesehen? Da sahen die Folien im normalen Licht alle relativ silber aus. Also selbst die goldene sah silber aus. Ich habe die eine Sorte erst gar nicht gesehen. Und wir haben noch die zweite Sorte, nämlich Käse- und Zwiebelgeschmack. Das ist aber die Käse-Edition. Finde ich jetzt komisch, dass hinten dann Käse und Zwiebel draufsteht, wenn vorne draufsteht extra Cheese. Also dass es eine reine Käsesorte ist. Wer jetzt keinen Zwiebelgeschmack möchte, schreibt doch vorne drauf, was hinten draufsteht. Also man muss doch jetzt nicht zwei verschiedene Geschmäcker draufschreiben. Auch, dass es hier Trüffelgeschmack ist und dann ist Käse. Okay, hier ist ein Käse mit abgebildet, Parmesan. Aber dann schreibt doch vorne Tasty Trüffel Cheese Geschmack und hier schreibst du Zwiebel oder und Käse Zwiebelgeschmack. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin immer so dafür, man muss es schon klar draufschreiben. Naja, preislich sind sie wie immer günstig. Happy Produkte insgesamt. Also ist ja mit Montana Black, mit seinen Produkten auch so. Sie möchten euch immer viel gönnen. Die Marge hier ist trotzdem noch gut, muss man einfach sagen. Hier zahlst du nicht unbedingt den Namen mit, aber wenn es halt günstige Produkte sind, ist es trotzdem okay. Was habe ich bezahlt? 1,39 € die Tüte, sonst glaube ich ein bisschen mehr. Ich habe den Preis gerade nicht im Kopf. Ihr habt es am Anfang des Videos gesehen, was sonst die UVP ist. Und dafür bekommt ihr 150 Gramm. Kommt wieder über die Launch GmbH. Das ist ja die Firma, die dahinter steckt, die sowieso alles mit Happy macht. Also die auch diese ganzen Ghost Kitchens und alles Tour mitmacht. Ich glaube sogar Mr. Beast läuft mit über die Launch. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, weil der will ja auch so ein Burger-Konzept machen, Burger-Ketten-Konzept in Deutschland, was auch über diese Ghost Kitchens dann laufen soll. Ist ein Riesenthema. Könnt ihr euch gerne diesen einen Beitrag, den ich verlinkt hatte, in dem Community-Feed von ARD Marktcheck mit angucken. Da geht es um dieses Thema Influencer-Produkte, was man daran verdient oder was der Handel daran verdient, was die Influencer damit verdienen und warum es für die Influencer ein Riesenthema ist. Ja, man kann man auch ganz einfach sagen, das ist ein Selbstläufer. Ne? Also du musst keine Werbung mehr großartig machen, setzt das in den Supermarkt und jedes Mal, wenn du so eine Tüte kaufst, verdient der Influencer Kohle. An sich schlau. Brauchst keine Kooperation machen, brauchst nicht das machen, brauchst kein Werbedeal. Das Produkt, du kaufst es, Umsatz. Und da kommt einiges zusammen. Natürlich, wenn du ein großes Team hast, ein ganz wichtiges Thema. Für mich wäre das was anderes. Ich bin hier alleine. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich weniger machen müsste, sonst kommt das Geld dadurch rein. Aber wenn du natürlich Personal hast, Kameramann, Schneidetechnik, das und das, ist klar, dass du das irgendwie auch bezahlen musst. Schauen wir mal drauf, was ist denn hier drin? Kartoffelchips mit Trüffelgeschmack und Hartkäsegeschmack, hatte ich euch gesagt. Zutaten sind Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Laktose, Hartkäsepulver, Salz, Aroma, Magermilchpulver. Ja. Kein Trüffel drin, nur Trüffelaroma. Ich hätte ein bisschen Trüffelpulver schön gefunden, auch wenn es kein geiles gewesen wäre, aber zusätzlich zum Aroma noch wenigstens ein bisschen echter Trüffel drin. Wenn man schon mit so einer goldenen Premium-Packung wirbt, haben dann 531 Kalorien auf 100 Gramm. Jetzt nicht näher, wie ihr seht, ihr Zuckergehalt liegt im Rahmen, es kommt durch die Milch. Und guck mal einmal auf die Käse-Variante. Ja. Wie gesagt, Kartoffelchips mit Käse- und Zwiebelgeschmack, mit Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Gewürze, Reismehl, natürliche Aromen, Käsepulver, Salz, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Laktose. Also ist das Aroma hier Zwiebelaroma, warum auch immer. 536 Kalorien, restlichen Nährwerte seht ihr, Zuckergehalt natürlich noch niedriger, weil weniger Milchpulver enthalten ist. Das waren sie schon. Und schauen wir uns die Chips mal an. Ja, ich habe die Tüte mal aufgemacht, damit man den Inhalt sehen könnt. Ungefähr halb gefüllt. Wirkt in der Tüte immer ein bisschen krasser durch diesen Spiegelungseffekt. Aber sie ist ungefähr halb gefüllt, die Tüte. Finde ich aber immer schade bei der Größe. Ne? Auch wenn es 150 draufsteht. Ich weiß, das sagt ihr auch immer gerne. Es ist immer so ein bisschen blöd.
Aber wir gucken jetzt mal dran, wie viel es genau ist. Ich schütte hier mal die Trüffelsorte komplett aus. Die müsste so... Ups, ist doch ein bisschen mehr. Okay. Also, da ist ein bisschen mehr als eine große Schüssel drin. Passiert. Naja, reicht trotzdem zum Zeigen. Ich wollte es ja nur zeigen, weil wie sie ausschauen. Das sind also die Trüffelchips. Wir können nicht viel sehen. Ein bisschen Schale ist noch dran, geruchlich. Ja, ist okay. Hier ist eine grüne Schale dran. Das ist nicht gut, muss ich sagen. Grüne Schale ist giftig. Also wirklich, wenn Kartoffeln einen grünen Stich bekommen, das muss weggeschnitten werden im großen Raum. Das sollen wir nicht essen. Das ist wirklich schädlich für den Körper. Finde ich schon mal nicht gut. Ist ein Qualitätsmangel. Darf nicht passieren. Und schauen wir uns die andere Sorte nochmal an. Die hole ich jetzt einfach mal rüber. Sieht an sich genauso aus. Das ist jetzt die Käsevariante. Ist ein bisschen heller als die andere. Also auf ins Probieren der Trimax Knossis. Happy Chips oder Knossi Trimax, ich weiß gar nicht, wer es ist. Naja, ich habe noch mehr grüne Schale gefunden. Also darf nicht passieren. Also darf nicht durch die Qualitätsgeschichte gehen. Also die Kartoffeln werden ja in der Firma, wo die produziert werden, auch geprüft. Aber da ist ordentlich grüne Schale dran. Also die kannst du nicht essen. Also würde ich euch nicht raten. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Also ich würde es nicht machen. Also es ist ein Qualitätsding, da muss man hart bleiben. Naja, wir probieren einmal Trüffel-Käsegeschmack. Ganz minimal. Kartoffelchip hat aber eine schöne Größe. Sind ein paar große dabei, ein paar kleine auch. Ja, Trüffelgeschmack. Kommt ganz kurz, verfliegt aber ganz schnell. Konsistenz der Chips ist besser. Weil bei der ersten Generation, die wir ja probiert hatten, hat man das Problem, dass die zwar knusprig waren, aber innen leicht matschig. Also diesen leichten Pappe-Effekt hatten. Die hier bleiben konstant knusprig, also scheinen sie nachgearbeitet zu haben. Das Trüffelaroma selbst entwickelt sich, je mehr du isst, kommt immer mehr in den Mund. Käse schmecke ich jetzt kaum was, scheint aber nur ein bisschen zur Hilfe drin zu sein. Okay, hier schmeckt es gerade mehr nach Käse als nach Trüffel. Ja, sind mittelmäßige Trüffelchips, das hat nur Aroma, ne? Das merkst du sofort. Also wenn du damit ein bisschen mehr Trüffelpulver und so auch noch ein bisschen gearbeitet hättest, also dass da ein bisschen mehr Kraft dran kommt, Käsepulver viel, viel dezenter, weil es ist wirklich teilweise zu viel. Und dass da halt grüne Schalenteile mit drin sind. Sind okay. Würde ich mir aber nicht wieder kaufen. Besser als die vorherige Edition auf jeden Fall. Also bisher auf die drei allerbesten, die sie hatten. Auf die drei Sorten, die sie hatten. Ich würde dir aber nicht mehr als 3 von 5 Punkte geben. Das ist eine solide Chips-Edition. Kannst du mitnehmen. Wer Trüffelchips mag, wird sie auch aufessen. Ich werde die auch aufessen. Aber sind nicht so geil, dass ich die wieder kaufen werde. Da gibt es bessere. Probieren wir mal die Käse-Edition. Käse riecht man gar nicht. Vielleicht doch. Also irgendein Geruch ist da. Es könnte Käse sein, aber wenn kein komischer Käse, sage ich mal. Das ist dieser Käsebällchen-Aromageschmack. Das schmeckt auf jeden Fall nach Käse. Aber du hast dieses milchige Käse und dann kommt dieses Zwiebelaroma wirklich ganz leicht mit. Also ein bisschen was von Käsebällchen, aber zeitgleich noch ein bisschen was von Sour Cream. Also irgendeine Mischung aus beiden. Das ist die Trüffel-Edition besser. Da kommt auch eine gewisse Säure mit. Also ist ein bisschen too much, also wird zu viel versucht. Aber hinten auf der Zunge, wie das Beispiel, das ist die Zunge, links und rechts, hast du so ein richtiges leichtes Bitter- und Säureempfinden bei den Chips essen. Finde ich nicht angenehm. Aber der Edition würde ich maximal 2 von 5 gerade so noch geben. Also ganz knapp so 2 von 5, vielleicht ein Mühe weniger. Also finde ich nicht so geil gelungen. Also Trüffel für mich bisher die beste Edition, aber nicht die geilste. Da geht auf jeden Fall mehr.
Wie gesagt, das grüne Schale an den Chips ist, geht für mich gar nicht. Das ist für mich ein No-Go. Das darf nicht passieren. Das hatte ich, wie gesagt, bei Crunch Chips nicht. Das hatte ich bisher bei Funny Frisch noch nicht. Das hatte ich bei Lorenz insgesamt und wie sie alle heißen. Ich hatte es auch nicht bei Lidl oder Kaufland Chips oder bei XOX Chips. Jetzt seit langem das erste Mal, dass wirklich so ein Qualitätsmangel in der Chips-Tüte drin ist. Wie gesagt, sollte man nicht machen. Informiert euch gerne. Also grüne Schale von Kartoffeln, kann man das noch essen? Könnt ihr gerne nachlesen, was die Gesundheitsbedenken dabei sind. Sollte man einfach nicht machen. Schade. Sind sie was für euch? Habt ihr sie schon probiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Ciao, euer Bob.